Hallo, ich bin Gründor und ich spiele heute Apartment 666. Ein Horrorspiel, eins von denen, bei denen man sich nicht wehren kann. Also ein sogenannter Walking Simulator oder auch ein Erkundungsspiel, wie ich das normalerweise nenne. Okay, sehr viel hatte der Mann nicht zu sagen anscheinend. Open the door. Gut, das ist eine präzise Anweisung, aber ich denke mal, da wäre ich auch fast von selbst drauf gekommen. Ich kann mich übrigens gerade eben nicht bewegen. Ich hoffe, das Spiel fängt dann auch mal an und gibt mir Kontrolle. Ja, sieht gut aus. Ja, jetzt habe ich die Kontrolle. Das Spiel ist schon 2 Jahre alt und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso. Oh mein Gott, ist das dunkel. Wieso ist das so dunkel? So funktioniert Licht nicht. Okay, das Optionsmenü gibt uns da keine Möglichkeit, das irgendwie zu ändern. Dann werden wir wohl damit leben müssen. Da gibt es wirklich bloß die Auflösung und die Fullscreen- und Windowed-Mode-Option. Wir sind ziemlich klein, offensichtlich. Also wahrscheinlich ein Kind, denke ich mal. Ja, wieso spiele ich dieses Spiel? Es ist schon fast 2 Jahre alt. Ich bin gerade dabei, mein Pile of Shame abzuarbeiten auf Steam. Da haben sich einige hundert, oh mein Gott, schon wieder Dunkelheit, einige hundert Spiele angesammelt, die ich nie gespielt habe. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mir das mal anschaue, zumindest ein Teil davon, um herauszufinden, ob die was taugen. Und wir sind wieder am Startpunkt. What's going on here? Und das Kind redet auch noch. Das macht die Sache nicht unbedingt besser, ehrlich gesagt. Vor allem nicht, wenn man so eine nervige Stimme. Als ob es nicht reichen würde, dass das eine Kind redet, das andere weint auch noch. Ich weiß nicht, wieso Entwickler immer denken, Kinder weinen wäre irgendwie gruselig. I should read this Kinder note, weinen maybe. ständig. Und dieser Typ sagt uns auch noch, was wir zu tun haben, aber okay. Kid missing after his sister was murdered. His father and uncle prime suspects murder at park. Suspects are expected to have kidnapped a kid. Okay. Also nehme ich mal an, wir sind das gekidnappte Kind. Oder das andere Kind, das geschrien hat, ist das gekidnappte Kind. Oder das war einfach nur eine Zeitung und hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Also wir haben jedes Mal ein paar Sekunden schwarzen Bildschirm, wenn wir durch diese Tür gehen. Und dann geht's wieder von vorn los. Ja, wie gesagt, ich arbeite meinen Pile of Shame ab. Und um das Ganze ein bisschen produktiv zu machen, damit das nicht nur Zeitverschwendung wird, habe ich mir gedacht. Oh, da ist eine Tür offen. Habe ich mir gedacht, ich filme das Ganze, stelle es bei YouTube hoch, dann sehen I auch wonder what that andere, was. die. Hör auf zu reden, bitte. Vor allem, wenn du nichts Interessantes zu sagen hast. Habe ich mir gedacht, ich lade es mal hoch für andere, die vielleicht in derselben Situation sind wie ich. Ein Haufen Spiele auf Steam in der Bibliothek haben und sich die Frage stellen, soll ich das überhaupt installieren? Lohnt sich das überhaupt, da mal reinzuschauen? Und genau das werde ich heute für dieses Spiel beantworten. Ob das, mal sehen, ob das was taugt oder nicht. Bislang ist mein Eindruck nicht sehr positiv, vor allem also diese dunklen Ecken, ich weiß nicht, wieso das sein muss. Und ja, E2 Interact, aber es öffnet sich halt nicht. Die Bewegungssteuerung, ist furchtbar übrigens. Also, wenn ich hier die B-Taste gedrückt habe und sie wieder loslasse, dann macht die Spielfigur hier trotzdem noch 2 Schritte nach vorn und dann hänge ich ständig in irgendeiner Wand drin. Und das Problem ist hier, wenn man hier die Wände nur leicht berührt, dann kann man sich fast nicht mehr vorwärts bewegen. Also hier, ich komme fast nicht ums Eck rum. Das ist ziemlich mies, muss ich sagen. Also das, so was Einfaches wie in den Gang geradeaus zu laufen, das sollte wirklich kein Problem sein in so einem Spiel. Und vielleicht auch mal um eine Ecke zu gehen, das sollte eigentlich auch drin sein, aber bei diesem Spiel ist es wirklich gar nicht so einfach. Noch dazu bewegt sich die Spielfigur wahnsinnig träge. Das ist furchtbar. Also, ich meine, es ist ein Kind, okay, aber so klein ist das Kind auch wieder nicht. Es kann immerhin schon sprechen. Es ist kein Grund, dass ich mich hier so schwankend vorwärts bewege. Und so langsam. Also gerade Kinder sind ja normalerweise schneller zu Fuß.
Okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier tun soll. Die Türen sind allesamt verschlossen. Ich habe jetzt da nichts mehr gefunden, womit ich irgendwie interagieren könnte. Es kann natürlich sein, dass irgendwo hier in diesen schwarzen Flächen da am Rand irgendwas ist, aber woher soll ich das wissen? Ich drücke die ganze Zeit E und schaue einfach mal, ob sich da was öffnet. Aber bislang habe ich da nichts gefunden. Bilder sagen jetzt auch nicht so viel, das sind einfach nur irgendwelche Bilder. Ja, ich kann jetzt hier eigentlich nur vor- und zurücklaufen und die ganze Zeit auf E hämmern, weil mehr Interaktion gibt es in dem Spiel ja nicht. Vielleicht ist es das Beste, wenn ich an der Stelle schon mal einen Schnitt setze und dann allein rausfinde, wie es hier weitergeht. Weil das könnte sich ja noch eine Weile hinziehen, bis ich den Weg gefunden habe, zumal sich die Figur ja wirklich sehr langsam bewegt. Also wenn ich hier noch ein paar Mal diesen Gang hin und her laufen muss, dann sitzen wir da schnell mal 10 Minuten dran. Gut, dann mache ich einen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder, sobald ich rausgefunden habe, wie es hier vorwärts geht. Okay, da bin ich wieder. Ich weiß jetzt, woran es gelegen hat. Und zwar war da diese eine Tür auf der linken Seite, die sich mal kurzzeitig geöffnet hat. Durch die hätten wir ganz schnell durchgehen müssen, solange sie noch offen ist. Was ich jetzt tun werde, und dann finden wir hier drin, wenn es nicht so verdammt dunkel wäre. Genau, dann finden wir hier drin eine weitere Zeitungsseite, die genau dasselbe sagt wie die andere auch. Aber jetzt, nachdem wir diese Seite hier gefunden haben, können wir wieder den Gang entlang gehen und dann durch die Tür am Ende. Ich weiß nicht, warum uns dieses Zimmer vorhin einfach ausgesperrt hat. Und ich weiß auch nicht, warum es uns jetzt nicht rauslässt. Oh, okay, jetzt geht die Tür einfach auf und zwar durch meinen Körper hindurch. Ja. Ja, ich weiß nicht, wieso ich dann vorher nicht mehr in dieses Zimmer reingekommen bin, nachdem die Tür mal zugefallen ist. Ich schätze mal, das war einfach ein Bug oder wahnsinnig schlechtes Spieldesign. Also das kann ja eigentlich nicht sein, dass man da für immer aus diesem Zimmer ausgesperrt ist und dann das ganze Spiel wieder von vorn anfangen muss, wenn man da nicht rechtzeitig durch diese Tür geht. Dann genau das habe ich machen müssen. Was jetzt in diesem Fall nicht so schlimm war, weil das waren es nur 3 Minuten oder so, aber trotzdem, ich hätte es noch stundenlang in diesem Gang auf und ab rennen können, ohne zu wissen, was ich eigentlich falsch gemacht habe, wenn ich das nicht online recherchiert hätte. Ist da ein Fleck am... Ja, da ist ein Fleck an der Wand. Der war vorher noch nicht da. Bild hängt schief. Eins runtergefallen. Immerhin verändert sich jetzt mal ein bisschen was. Okay, das ist einfach nur schwarze Farbe. Ich hätte wenigstens irgendwie mit Blut gerechnet, aber nein. Das ist einfach nur Farbe. Oder der Schornsteinfeger war da und hat ein bisschen Dreck gemacht. Das ist nicht wirklich gruselig, um ehrlich zu sein. Es ist wieder die einzige Tür, die offen ist, diesmal. Und schwarz. Der Großteil des Spiels ist sowieso schwarz. Ja, man sieht schon, das Spiel besteht im Prinzip nur daraus, dass man immer und immer wieder diesen einen einzigen Gang entlang läuft, der sich dann ab und zu mal verändert. Und das ist offensichtlich sehr stark von P.T. inspiriert, dem Playable Teaser für Silent Hills, der vor... Oh, das Telefon. Dieses Telefon? Nee. Nee, Tür geht auch nicht auf. Ja, also es ist sehr stark von P.T. inspiriert, dem Playable Teaser für Silent Hills, der vor 2 Jahren oder so mal rausgekommen ist. Silent Hills, das Spiel, das eigentlich von Hideo Kojima, dem Schöpfer der Metal Gear Solid-Reihe, hätte entwickelt werden sollen für Konami, aber das dann eingestellt wurde, weil er sich mit Konami verkracht hat. Was soll das heißen? Weil Mother says Kid had powers. She said he would talk to creatures. Und der Rest ist wieder dasselbe. Okay. Was soll das heißen? Das Kind hat gerade gesagt, Where am I is the same kind of storage room? Ich dachte, das ist seine Wohnung. Ich meine, wir sind gerade aus seinem Zimmer rausgekommen und zwar schon zum, weiß nicht, sechsten, siebten Mal. Und er weiß nicht, was das hier für ein Raum ist. Außerdem müsste das Kind nicht ein bisschen panischer sein, wenn es 6 oder 7 Mal diesen Gang entlang rennt.
und sich ständig was verändert und er dann einfach wieder im selben Zimmer aufwacht? Wieso klingt der immer noch so ruhig? Und ich komme wieder nicht durch die Tür raus. Ich hoffe, dass es nicht wieder ein Bug ist. Aber hier gibt es jetzt, glaube ich, nichts mehr zu finden. Also das war wirklich nur diese eine Seite. Und ich dachte eigentlich, jedes Mal, wenn man die Seite gefunden hat, dann kommt man auch wieder durch die Türen. Aber diesmal. Oh. Okay, jetzt hat es wieder funktioniert und die Tür ging wieder einfach durch mich durch. Großartig. Ganz großes Kino. Das sehen wir mal. Ja. Kommen wieder zum Anfang. I should check my parents' room. They may have left a clue there. Wieso? Wieso gibt dieses Kind mir ständig irgendwelche Tipps, was ich tun soll? Vor allem, wieso kommt es jetzt auf die Idee, dass im Zimmer seiner Eltern irgendwie ein Clue, also ein Hinweis, sein könnte? Jetzt beim siebten oder achten Mal. Und vorhin wusste es noch nicht mal, in welchen Räumen, in welchem Raum es eigentlich ist. Also kennt es jetzt diese Wohnung oder kennt es die Wohnung nicht? Ganz davon abgesehen helfen mir die Tipps überhaupt nichts, wenn die Türen zu den Räumen nicht offen sind. Also, I should check my parents' room. Ja, und wo soll er sein? Hier nicht. Ist nur eine Zimmerpflanze. Oh, da wo eigentlich das Bad war. Okay. Und oh mein Gott. Ist das dieses Telefon da draußen? Diese, sind da überhaupt zwei Telefone in diesen Gängen? Ich kann es jedenfalls nicht benutzen. Und der Raum hier ist wieder verdammt dunkel. Also, diese Lampen funktionieren nicht besonders gut, oder? Da würde ich mich mal beim Hersteller beschweren. According to the mother Tulane, had a sister and a younger brother, and both of them were killed that day in the park. Tulane, ist das ein Rechtschreibfehler? Okay, also auf jeden Fall zwei Kinder getötet im Park. Gut zu wissen. Ja, und wieder Kinder weinen, aber kann er nicht nachschauen, es ist ja alles schwarz in dem Raum. Ja, nichts Neues. Das Spiel hat übrigens keinen Controller Support, falls das jemanden interessiert. Man kann zwar mit dem Controller die Spielfigur bewegen, aber man kann sich nicht umschauen. Also der rechte Analogstick funktioniert nicht. Es ist allerdings auch auf der Steam-Seite. Auf der Steam-Seite steht auch nicht, dass es Controller Support hätte. Insofern ist das auch in Ordnung, aber trotzdem ist es ein bisschen armselig, muss ich sagen. Weil so ein Spiel, das man ja sehr leicht mit Controller spielen könnte, da muss man noch nicht mal zielen. Also selbst wenn man da kein Training darin hat, mit Controllern umzugehen, wäre das ein gutes Spiel, um irgendwie This looks like a way out. das auf der. Wieso kommt ihr jetzt auf die Idee, dass das hier nach einem Weg nach draußen aussieht? Das gibt doch absolut keinen Sinn. Du wusstest vorher nicht mal, was diese Zimmer alles sind. Und jetzt ausgerechnet diese Sackgasse hier soll ein Weg nach draußen sein. Also solche Spiele wären ja eigentlich gut geeignet, dass man sich auf der Couch zurückgelehnt spielt. Entspannt im Dunkeln und nicht unbedingt am PC, am Schreibtisch. Aber gut, das war offensichtlich zu viel für den Entwickler, Controller Support einzubauen. Was soll's, das macht jetzt bei dem Spiel hier auch nicht mehr so einen wahnsinnig großen Unterschied. Was muss ich jetzt hier wieder machen? Wieso ist da die Tür verschlossen? Bislang war jedes Mal die Tür verschlossen, wenn ich irgendwie so eine blöde Zeitungsseite nicht gefunden habe. Aber hier ist alles schwarz. Ich kann eigentlich nur hier rumlaufen und ständig E drücken und hoffen, dass hier irgendwas rumliegt. Oh, okay. Kid missing after his sister was murdered. His father and uncle prime suspects. Das hatten wir doch. Das hatten wir doch alles schon, genau diese Zeitung. Außerdem. Also. Wieso muss ich dann immer diese Zeitungsseiten finden, wenn da überhaupt nichts Neues drinsteht?
Okay, das ist mal ein anderes Schrei. Kein Kinderschrei. Vielleicht treffen wir doch noch auf irgendwie sowas wie ein Ungeheuer oder so. Sich nichts verändert. Jedes Mal müssen wir die. Oh, damit hatte ich nicht Knew this gerechnet, was a ehrlich bad gesagt. idea. Wieso? I knew this was a better idea. Woher? Du weißt überhaupt nichts. Du wusstest die ganze Zeit noch nie irgendwas. Keiner deiner Ratschläge hat wirklich gestimmt. Und dieses Telefonklingeln hat auch noch nie irgendwas bedeutet. Bislang konnte ich noch nie irgendwo rangehen. Und ich hänge wieder an den Wänden fest, weil die Steuerung so furchtbar ist. Also man merkt, mit jeder Minute, die ich das hier spiele, war ich wütender auf das Spiel. Wir sind noch nicht wirklich tief drin. Wie lange haben wir jetzt gespielt? 15 Minuten höchstens. Oh. Wo man sich verändert. Das ist genau die gleiche Schlagzeile wie letztes Mal. Wieso muss ich nach sowas suchen? Die Tür macht dasselbe Geräusch, wenn sie verschlossen ist und wenn sie offen steht. Wenn man da einfach mal dran zieht, dann ist der Soundeffekt genau derselbe wie bei einer verschlossenen Tür. Und wieder ein paar Sekunden Schwärze und wieder im selben Raum. Ja, also bei PT, bei diesem Playable Teaser von Hideo Kojima, da hat das recht gut funktioniert, dieses Konzept. Aber da ging es eben auch bloß darum, Lust auf ein anderes Spiel zu machen, Lust auf mehr zu machen und die Leute ein bisschen rätseln zu lassen, worum es überhaupt geht. Hier muss das Spiel für sich stehen und das tut ihm nicht besonders gut. Als Werbemaßnahme ist sowas toll, aber als eigenständiges Spiel immer noch immer wieder denselben Gang entlang zu gehen. Und in Zukunft halt das PT auch einfach besser war. Also sogar der Gang sah besser aus. Obwohl es ja auch nur ein weißer Gang war, im Grund. Aber es gab da mehr zu sehen, mehr zu erforschen und hier gibt's bislang gar nichts. Jetzt ist halt der Gang noch schwärzer. Das war gelogen. I know you can't see me, but I'm standing right beside you, für den Fall, dass ihr es nicht verstanden habt. Aber selbst wenn da jemand direkt neben mir stehen würde, ich kann es ja nicht sehen, es ist ja alles dunkel. Und das ist dann auch nicht wirklich gruselig, wenn ich sowieso nichts sehen kann. Dann brauche ich mir auch keine Sorgen machen, dass plötzlich irgendwelche Monster vor mir stehen. Weil, ja, juckt mich ja nicht. Und wieder am Anfang. Mal schauen, ob die Tür diesmal aufgeht. Na, immerhin. Nochmal der Monsterschrei. Ich frage mich, wie lange das so weitergeht. Ich glaube, es ist kein sehr langes Spiel. Oh, es hat sich was verändert. Do you remember me? Yes, Julian. Jetzt heißt er Julian. It's me. Aber das Satzzeichen fehlt dafür, also so ganz hat die Rechtschreibung noch nicht funktioniert. Aber dein Name stimmt jetzt jedenfalls mal. Ich wusste doch, dass Julian irgendwie kein richtiger Name ist. Was ist das überhaupt für eine Zeitung, die solche Überschriften schreibt? Remember me? Das sind die schlechtesten Redakteure, die ich je gesehen habe. Oh. Oh. Okay, jetzt sind wir offensichtlich in diesem Park, von dem vorher die Rede war. Autumnal Pack? Sollte das nicht vielleicht Park heißen oder so? Oh mein Gott, die Schatteneffekte da hinten. Seht ihr, wie die Schatten flackern, wenn ich den Kopf auf und ab bewege? Ich kann übrigens nichts anderes bewegen, nur den Kopf auf und ab. Das ist alles. Wenn man keine Schatten darstellen kann, dann sollte man es vielleicht nicht versuchen. Es hätte mir jetzt niemandem aufgefallen, wenn da einfach keine Schatten gewesen wären, da hinten auf dem Hügel. Aber so schlechte Schatten, die dann jedes Mal flackern und blinken, das ist nichts. Und die Tür ist wieder offen jetzt. Oh, mal ein richtiger Gang, nicht nur so ein kleiner Raum. Und diesmal kein Kommentar von dem Jungen. Oh. Baby, don't say a word. Mama.
Oh nein. Oh mein Gott, das ist ja noch viel auftretender. Ich mich gerade eben gefreut, dass der Junge mal die Klappe hält. Und es ist einfach nur schwarz. Ich sehe nichts mehr. Ah, okay, okay. Nachdem ich mich ein paar Mal um die eigene Achse gedreht habe, sehe ich wieder ein Licht am Ende des Tunnels. Oh nein, jetzt fängt es nochmal an zu singen. Oh nein, es fängt zweimal an zu singen. Zweimal gleichzeitig. Oh mein Gott, ich muss nachher die Lautstärke runterregeln, sonst haut euch das Trauma voll raus. Das kann ich so auf keinen Fall von euch lassen. Das sind jetzt irgendwie vier oder fünf Tonspuren, die sich überlagern. Und mit jeder wird schlimmer. Also für mich ist das gerade unerträglich laut über meine Kopfhörer. Ich muss dann nachher beim Editieren den Ton deutlich leiser machen. You remember what happened at the past album? Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht mehr so wahnsinnig. Wobei, wenn es jetzt nochmal eine richtig gute Auflösung hätte, dann... Oh. Und immer noch funktionieren die Schatten nicht. Und wir hören das Weinen eines Mannes. Das sage ich jetzt mal dazu, für den Fall, dass ich den Sound so weit runtergeschraubt habe inzwischen, dass ihr das nicht mehr hören könnt. Das ist der schlechteste Voice Actor, den ich je gehört habe. Das schlechteste Weinen aller Zeiten. Und dabei flackern die Schatten im Hintergrund. Ja. Bei so schlechten Schatten würde ich auch heulen. Vor allem, wenn ich der Entwickler wäre. Aber auch als Spieler. Da kann man schon mal in Tränen ausbrechen. Ansonsten sieht das Spiel ja grafisch nicht mal so schlecht aus, wobei es natürlich auch nicht schwer ist, irgendwie einen einzigen weißen Oh. Endlich mal ein Monster. Endlich mal. Komm schon, töte mich. Töte mich. Erlöse mich. Erlöse mich von diesem Spiel. Nein, es ist abgehauen und wieder so ein blöder Pistolenschuss-Soundeffekt. Ich weiß nicht, was das mit dem Spiel zu tun haben soll. Wahrscheinlich wurde jemand erschossen. Aber hier drin anscheinend nicht. Also, es sind keine Spuren bislang. Wieso sind wir überhaupt in dieser Wohnung? Wieso gehen wir die ganze Zeit diese Wohnung auf und ab, wenn der Mord eigentlich im Park passiert ist? Also, wo ist da der Zusammenhang? Wie ihr gerade seht, ich muss wieder alle Türen abklappern, um mal zu sehen, wo hier irgendwas offen ist. Und natürlich ist das Spiel wieder wahnsinnig dunkel, sodass man kaum was sehen kann. Ich glaube, dass hier irgendwo diese Badtür ist, beziehungsweise die Tür, die gerade eben zu dem Gang geführt hat. Das ist sie nicht, sondern die müsste da hinten gewesen sein. Ich habe ja das Geräusch gehört, ich hoffe, ihr habt es auch gehört, als ich an der Tür gerüttelt habe, aber es hat mir nicht angezeigt, dass ich irgendwie diese Tür öffnen könnte. Die Tür hier am Ende des Gangs kann ich auch nicht öffnen. Man hört das Geräusch, dass ich an der Klinke ziehe, aber es passiert nichts. Wir hören das Klopfen, das kommt aus dieser Richtung. Aus der Richtung, aus der ich gekommen bin. Es muss direkt von hier her kommen, von hier kommen. Aber durch die Tür kann ich auch nicht. Okay, und es wird immer lauter, aber ich habe es doch gerade eben schon versucht durch diese Seitentür. Langsam verliere ich die Orientierung. Das Spiel hat übrigens furchtbar schlechte Kritiken auf Steam bekommen. Also Nutzerkritiken. Und ich glaube, ich weiß auch wieso. Obwohl es übrigens nur 99 Cent kostet, also das sollte man meinen. Die Leute würden nicht zu viel erwarten, aber ein bisschen mehr als das hier dann eben doch. Also klar, man verschwendet nicht so viel Geld, wenn man das hier kauft, aber man verschwendet halt seine Zeit. Mein Gott. Ich wenigstens die Türen sehen könnte. Schlimm genug, dass ich sie ablaufen muss. Ist aber auch keine Lust, hier nochmal einen Schnitt zu setzen, weil ich denke eigentlich, wenn wir jetzt nochmal durch die Tür kommen, dann müssten wir schon fast am Ende des Spiels sein. Ich hoffe jedenfalls mal, dass das nicht mehr lang weitergeht. Oh. Okay, I'm proud of you, Julian. What you did at the park. Okay, wir hätten wieder diese Zeitungsseite finden müssen, die dieses Mal sogar ein bisschen was Neues zu bieten hatte. Deswegen sind wir bisher nicht weitergekommen. Jetzt funktioniert sie wieder, die Tür am Ende des Gangs.
Und wir sind wieder am Anfang. Irgendwie hatte ich schon fast gehofft, dass es jetzt vorbei wäre. Aber nein. Okay, mal schauen, was es noch zu bieten hat. Ich glaube, jetzt das noch abzubrechen. Ist das ein Alien? Was? War das ein Alien, das einen Affen frisst oder so? Was hat das denn jetzt mit den 5. Kindern zu tun? Es beantwortet nichts. Und nochmal zum Anfang zurück. Also ich bin mir nicht sicher, ob es dem Spiel wirklich am Ende noch gelingen wird, da einen Zusammenhang herzustellen. Warum wir jetzt immer durch diese Wohnung hier gehen müssen, wenn die Morde im Park passiert sind und was dieses Alien da mit diesen Morden zu tun hat. Oder dieses Monster, auf das wir vorhin fast getroffen wurden. Und das auch hier die ganze Zeit brüllt, das sich aber weigert, uns umzubringen und uns von unserem Leid hier zu erlösen. Wenn es das umgebracht hätte, dann hätte ich längst gesagt, okay, machen wir hier Schluss. Weil das nochmal irgendwie von vorn zu starten oder auch nur nochmal einen einzigen Gang von vorn zu starten, das lohnt sich, glaube ich, nicht mehr. Aber weil es jetzt halt gerade vorwärts geht, dann denke ich, wir können es vielleicht noch bis zum Ende durchhalten. Komm schon. Tür nicht. Da ist wieder eine Seite. Das ist wieder genau dieselbe Seite, die wir gerade eben schon mal gesehen haben. Wieso wir manche Seiten zwei oder drei oder sogar viermal brauchen, das verstehe ich nicht. Where is he? Where's my dad? Okay. Hello, birthday boy. Ist das das Let's Ende? not get intense in here. You are 22 years old now. No, tell me now, where is he? What did you do to him? Your father has been dead for 10 years. We didn't do anything, Julian. You are the one who murdered him. That's why you're here, away from the rest of the society. Okay, wir sind also 22 und wir haben vor 10 Jahren unseren eigenen Vater umgebracht. In diesem Park wahrscheinlich. Also wir sind dieser Julian. Das beantwortet nicht wirklich die Fragen, die ich hatte. Es beantwortet nicht, ja, das Spiel ist aus. Es beantwortet nicht, weshalb wir die ganze Zeit durch diesen Gang gegangen sind. Der Gang hatte nichts mit dem Mord zu tun. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste, dass nichts passiert. Wir haben auch dann keine wirklichen Spuren von irgendeinem Verbrechen gesehen in dieser ganzen Wohnung. Und das Spiel heißt ja Apartment 666. Wenn in dieser Wohnung nichts passiert ist, wieso heißt das Spiel Apartment 666 und wieso spielt es in einem Apartment, wenn eigentlich der Mord in einem Park passiert ist? Also das, also. Also. Dann auch noch diese ganze Schwärze. Das ganze Spiel hindurch. Nee, also ich glaube, die Frage, ob dieses Spiel was taugt, das können wir mit einem klaren Nein beantworten. Tja, schlechter Start für dieses Format und auch für diesen Kanal, muss ich sagen, aber von hier ab kann es eigentlich nur noch besser werden. Tschüss.